and free your mind. Inspire about me and the you. Truth. Information. Connect the dots. Big picture. Conscious. Who knows? In dem Sinne freue ich mich, den Herrn Dr. Kusch begrüßen zu dürfen. Dr. Heinrich Kusch war nicht einfach, ihn zu überreden und zu bitten, dass er doch herkommt. Danke, dass du das gemacht hast. Der Heinrich hat sich auf Erdstahlforschung spezialisiert in Forau in Österreich. Viele unter euch werden es wahrscheinlich wissen, es sind irrsinnig große Erdställe und Tunnelsysteme in Österreich gefunden worden, die passen unter keine Kuhhaut mehr sozusagen. Also dafür gibt es keine Erklärungen. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb. Die Antworten werden wir vielleicht ein paar heute bekommen, schauen wir mal. Und vielen Dank an den Heinrich, an den Verein Subterra, mit dem wir auch kooperieren. Wir waren vor 2 Wochen beim Subterra-Verein in Forau und haben uns auch die Erdstelle dort angeschaut. Ich kann es nur empfehlen, macht euch dort was aus. Die leben auch nur von Spenden und durch Unterstützung von euch, damit das dort erforscht wird. Man glaubt immer, die wollen alle nur Geld. Zum Beispiel, sie bräuchten unbedingt ein Bodenradar, damit sie austesten können, wo sind unterirdische Tunnelsysteme. Nur hat irgendwer eins daheim herumstehen? Ich kenne keinen. So ein Ding kostet so um die 100.000 Euro. Spenden bitte an die Kasse. Ne? Es ist nicht so einfach, das Ganze. Also bitte helft denen, die eure Themen voranbringen. Nur so geht's. Also nur durch euch, durch jeden Einzelnen. Und wenn es nur 1 Euro ist, unterstützt die Leute, unterstützt andere Kanäle, unseren Verein oder den Heinrich oder wer auch immer. Und so, jetzt ist Ende von meiner Seite. Heinrich? Stage Danke. Is yours. Dankeschön. Okay, danke. So. Danke, lieber Thomas, für die Einführung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie heute hier in diesem Rahmen begrüßen kann und darf. Das Thema zum ersten Vortrag betrifft unterirdische Anlagen in Österreich und mit Zielpunkt der Forschung in der Oststeiermark. Also nicht ein abgegrenztes Gebiet, denn diese Anlagen befinden sich überall, auch hier in Niederösterreich, in Oberösterreich, in Salzburg, also in Tirol, in Kärnten, im Vorarlberg auch. Zum Problem also der unterirdischen Anlagen in Österreich, das ist schnell erklärt. Wir haben in Österreich gesamt jetzt gesehen ungefähr 16.000 bis 18.000 registrierte Naturhöhlen. Das hat also nichts mit künstlichen unterirdischen Anlagen zu tun. Wir müssen immer unterscheiden, also zwischen Naturhöhlen, wir probieren es jetzt einmal, wunderbar, es funktioniert. Und wir haben also, ich selbst bin seit über 56 Jahren in Höhlen unterwegs. Also ich habe schon als Schüler begonnen, mit 8 Jahren mich in Stollen in Graz aufzuhalten, weil das war Nachkriegszeit. Also zwischen 50 und 55, wo noch die Besatzer da waren. Und da waren alle Stollen offen und zugänglich. Dadurch hatte ich schon als Kind, weil wir immer durch die Gitter rein konnten, die waren ja recht schmal, die Absperrungen, aber wir sind damals also in selbstmörderischer Absicht mit Kerzen in die 5 bis 7 Kilometer langen Stollen hineingegangen und haben versucht, sie zu erforschen. Alles, was wir gefunden haben damals, waren Waffen von den Alliierten. Wir begannen dann also mit der Höhlenforschung und in den 70er Jahren ist meine Frau dann zu mir gestoßen und wir haben dann mit der Höhlenforschung begonnen in Europa, also gesamt gesehen jetzt, im europäischen Raum. Und sind dann aber schon also
ab 1973 im asiatischen Raum unterwegs gewesen und haben dort 35 Jahre lang unterirdische Anlagen, also ganz gewaltige unterirdische Anlagen untersuchen können und auch Naturhöhlen. In Asien gibt es ja hunderttausende Höhlen, nicht so wie in Österreich 16.000 bis 18.000 Naturhöhlen. Aber wir haben in Österreich, speziell was jetzt diese künstlichen Anlagen betrifft, ungefähr an die 4.000, 5.000 registrierte Anlagen. Das meiste wird und wurde in der Vergangenheit als Bergwerke bezeichnet, nur hat jetzt Gott sei Dank langsam ein Umdenken stattgefunden, denn viele Bergwerke sind sekundär erst genutzt worden als Bergwerke. Die waren teilweise vorher schon vorhanden. Aber wir kommen noch später. Das sind die Titelbilder unserer beiden Bücher, Tore zur Unterwelt und Versiegelte Unterwelt, wo eben das Problem aufgezeichnet wird. Das erste Buch, also von innen gesehen auf der linken Seite, berichtet über den Beginn der Erforschung von unterirdischen Anlagen im oststeirischen Raum. Das zweite Buch, Versiegelte Unterwelt, ist schon etwas direkter, geht direkt aufs Thema ein. Dort haben wir teilweise unsere Datierungen publiziert und auch unsere neuen Erkenntnisse, die wir bekommen haben. Ja, dieses Thema ist eigentlich sehr brisant. Warum? Würde jeder sagen, ja, Stollen, was kann an einem Stollen interessant sein? Nur all jene, die sich jahrelang mit solchen Objekten beschäftigen, die wissen, dass solche Stollen vielleicht älter sein können. Unsere Themen, die wir heute behandeln, das ist Vorau und Klosterneuburg. Also wir sind nicht weit entfernt, also auch von einem unterirdischen Reich, von dem kaum jemand was weiß hier. Und wir beginnen also in der Oststeiermark. Und da war es Ludwig Stampfer, also ein Pfarrer, ein Stadtkaplan von Hartberg und Pfarrer von Ebersdorf, steht hier 1892, der die Frauenhöhle bei Hinterbüchel bei Keindorf untersucht hat und folgende in seiner Publikation, die 1890 erschienen ist, folgenden Text niedergeschrieben hat. Und zwar: Es besteht wohl kein Zweifel, dass in Steiermark eine größere Anzahl solcher Höhlen existiert. Viele davon dürften wegen ihres gänzlichen Verfalls der Forschung entzogen, viele hingegen noch zugänglich sein und sind bisher nur deshalb wenig beachtet worden, weil man in der Beurteilung ihres Alters und Zweckes auf falscher Fährte war. Es würde der vaterländischen Geschichtsforschung ein großer Dienst erwiesen, wollte man das Vorkommen solcher Erdbauten zur öffentlichen Kenntnis bringen. Denn jede neue Entdeckung und Untersuchung ist ein Baustein, der zur Vollendung des geistigen Gebäudes, welches über diese geheimnisvollen Räume endgültigen Aufschluss gibt, beiträgt. Wir sehen also, er hat zur damaligen Zeit eigentlich schon vorgegriffen, obwohl in der Steiermark damals ja nur ein einziger Erdstall ausgegraben wurde. Aber wie ein Visionär hat er eigentlich in die Zukunft geblickt und hat eben etwas gesagt, was heute belegt ist. In der Steiermark hat man dann also immer wieder bei den Bauernhöfen gab es Einbrüche. Hier also wie dieser Erdstall entdeckt oder wiederentdeckt wurde. Also man kann nicht sagen, es wird etwas entdeckt, sondern das Ganze wird
nur wiederentdeckt, weil das ja schon bereits da war. Hier ist eine Kuh vor dem Haus des Besitzers eingebrochen und man hat dann diese Gänge erforscht. Natürlich sind dann immer wieder also irgendwelche Sachen hineininterpretiert worden, was ja heute gang und gäbe ist, weil wenn man irgendwo etwas findet, einen Eingang, einen Zugang, und es gibt bei einem nahegelegenen Gehöft vielleicht noch einen weiteren Zugang, dann kann es passieren, dass es heißt, ja, diese Höhle führt zum Nachbarn oder zum anderen Bauern. Diese Geschichten sind Überlieferungen, aber sie stimmen meistens nicht. Also das muss man auch dazu sagen. Genauso wie immer die Geschichte, dass von einem Schloss zum anderen ein Gang führt oder von einer Kirche zur anderen oder zu einem Kloster. Wobei diese Geschichten interessanterweise doch den Wahrheiten meistens entsprechen, nicht immer. Also jetzt, ich gehe jetzt nicht auf Graz ein, weil da gibt es von der Franziskanerkirche zu einem ehemaligen Frauenkloster einen geheimen Gang. Den hat uns der Pfarrer gezeigt. Also ja, gut. Dann gibt es natürlich, wie ich schon angeschnitten habe, immer wieder Sagen und Legenden, Hausgeschichten, die darauf hinweisen, dass es nicht nur schöne Frauen unter der Erde geben soll, also die Mührfrauen oder die Unifrauen im Waltra, sondern auch sogenannte Schratteln, also zwerghafte Wesen, unheimlich aussehende Wesen. Wir werden noch später darauf zurückkommen. All diese Sagen stehen im Zusammenhang mit wahrscheinlich also größeren unterirdischen Anlagen, denn bei den Unifrauen beispielsweise wird von einem unterirdischen Reich berichtet, das beleuchtet ist. In diesen Legenden gibt es immer wieder eigenartige Aussagen. Diese Legenden sind zum Teil ja im 19. Jahrhundert erstmalig aufgeschrieben worden von Autoren. Und die haben das also 1850, 60, 80, diese ganzen Sagengeschichten von der Steiermark beispielsweise niedergeschrieben. Hans van der Sahn war einer davon. Und die haben also das genau dokumentiert, so wie die Bevölkerung es erzählt hat. Und man soll das Wissen der Bevölkerung nicht unterschätzen, denn diese Legenden, also dieses Wissen, reicht weit zurück. Das geht also so weit zurück, dass es auch Jahrtausende, also mehr oder minder überdauern kann. Nur werden diese Geschichten ständig verändert. Das heißt, wir haben also, es wird immer entweder politisch angepasst, kirchlich angepasst, ohne das jetzt negativ zu sehen. Allerdings finden hier Veränderungen statt. Und auch wissensmäßig, denn jedes Zeitalter hat seine Entwicklung. Das Mittelalter, die Neuzeit oder die Römerzeit. Überall hat es kulturelle Entwicklungen gegeben, die einzigartig waren für diesen Kulturraum. Allerdings immer wurde aus der Vorzeit irgendetwas mitgenommen. Wir haben es ja auch in Indien beispielsweise in den Veden, die ältesten Niederschriften, die wir kennen, aus vorchristlichen Jahrtausenden, wo also Dinge drinstehen, die heute eigentlich nur annähernd, die heute zum Teil wieder wahr sind, nur um das einmal ein bisschen anzureißen. Nun, wir sehen hier also speziell, in der Steiermark haben wir drei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt liegt hier bei Vorau, zwischen Birkfeld und Vorau oder Weiz und Vorau bis zum Wechsel und es geht dann weiter in den niederösterreichischen Bereich hinein. Der zweite ist unten bei Feldbach. Auch hier gibt es unterirdische Anlagen, zum Teil doch recht große. Und dann also im Choralm- und Kleinalmbereich bei Deutschlandsberg, wo wir Steinsetzungen haben und wir kommen dann später zurück und natürlich auch unterirdische Anlagen. Interessanterweise befinden sich also die
größten unterirdischen Anlagen, meistens auch unterhalb von Kirchen, Schlössern. Und dann stellt sich die Frage, warum? Aber auch natürlich bei Bauernhöfen. Nur, diese ganzen Schlösser sind alle später draufgestellt worden. Die Gänge waren keine Fluchtgänge, weil sie oft ja nicht einmal Ausgänge hatten. Wir haben hier das Stift Vorau im Zentrum. Das ist das Vorauer Becken. Und wir haben oben, also den Hochwechsel, der 1700 Meter hoch ist, also ein sehr hoher Bergrücken, ein Zug. Das alles ist also, besteht aus tiefen Gesteinen, also Gneis, Granit, Amphibolit und so weiter, also sehr harte Gesteine zum Teil. Und wenn Sie dorthin fahren, das liegt nicht weit von Wien entfernt, wenn Sie dorthin fahren, also im Herbst sind das wunderschöne Landschaften, die Sie dort besichtigen können. Wir beginnen jetzt also beim Augustinerchorherrn Stift Kloster Neuburg, das 1114 bis 2014 seine 900-Jahr-Feier hatte. Also wir sehen, da ist schon eine stattliche Geschichte der Vergangenheit vorhanden bei uns. Und unter diesem Stift gibt es ebenso unterirdische Anlagen. Diese Anlagen sind etwas älter. Das ist hier die Stiftskirche, das Archiv und aus dem Stift haben wir von einem Mitglied des Klerus haben wir eine Schrift bekommen und zwar stand da drin, nach reiflicher Schlussfindung sind wir nicht anheimgestanden, dem Rat des hochlöblichen Maurermeisters Gubisser zu folgen, dem Betkeller der Urchristen, welcher zuletzt von der zwölf Apostelzecher genützt, durch Flutung mittels Schlammwasser und Steinen, durch Umleitung des Albrechtsbaches in ins Gewölb zu schlagende Löcher zu verfüllen und vor der Benutzung durch Katholiken und deren Untergang ins Heidnische zu bewahren. Darin bestärken uns die Erfahrungen des verewigten Geoffrey de Chagny, die Erkenntnis von hermetischen Brennleuchten und sonstigem heidnischen Unfuge, welcher den Passionisten unter den rechtschaffenen Katholiken zu Verderb gereicht hat. Der von den Schratteln ausgehende Odem des Bösen, welcher das Fremde anzieht wie Licht die Motten. Besonders ist Obacht zu halten, dass die Schratteln und Genk doppelt zu vermauern und schlemmern nicht versäumt wird. Der heidnische, götzenhaft unheilbringende schwarze Stein soll verpackt werden, dass seine Kräfte nicht mit dem Schlamm in Berührung kommen können. Das gute Werk soll von einem Dutzend Wachen beäugt und das Volk fernab gehalten werden. Den zwölf Aposteln, das waren Templer früher, wird Gott die Einsicht danken, Abt und Propst zu Nienburg am 15. März 1580. Also das Exekutum ist, also wurde ausgeführt, wurde bestätigt. Das ist das Originaldokument, die Handschrift, eine Abschrift der ursprünglichen Handschrift. Und Sie sehen, also hier werden Dinge erwähnt, die wir heute eigentlich glauben noch nicht zu kennen. Oder ich denke, wir glauben sie zu kennen. Im Mittelalter, das ist ein Stich aus der Schweiz, wir haben von den Templern, also von Templerschriften, Hinweise bekommen, dass sich in unterirdischen Anlagen unheimlich aussehende Wesen aufhalten. Links im Bild haben wir so eines. Rechts haben wir einen mittelalterlichen Bergmann. Das ist ebenfalls aus dem 16. Jahrhundert, diese Grafik. Also hier sieht man typisch den Bergmann mit Hammer, Meißel, Meißel, Hammer, Bergwerkstracht mit einem Lendenschurz. Und hier links sehen wir, das ist ein schlecht gearbeiteter Gang. Und hier sehen wir also einen schön gearbeiteten Gang, mit dem werden wir uns noch konfrontieren.
Und hier sehen Sie eine Gestalt mit 3 Zehen, 5 Fingern und 2 Hörnern. Gut, kann ja in der Reihe interpretieren, ja, die haben damals den Teufel gezeichnet. Okay, lassen wir es dabei bewandert. Aber es gibt also, und zwar bei archäologischen Funden, haben wir solche Figuren beispielsweise dabei, die jetzt einmal mit Vorbehalt aus dem Neolithikum stammen. Wir haben also weltweit solche Figuren, wir haben sie im asiatischen Raum auch. Und wir wissen nicht, also interessant sind die Augen, aber das Interessanteste bei diesen ganzen Figuren ist, und da gibt es also Hunderte, überall tragen die ein Amulett, dessen Bedeutung wir heute noch nicht kennen. Unter Klosterneuburg, das ist ja ein Blick jetzt in die 12 Apostelzeche. Diese Räumlichkeiten sind nicht neu. Also die gemauerten Tonnengewölbe, die wir hier sehen, stammen aus der Römerzeit, wurden datiert, also mit der Römerzement wurde datiert, mit dem diese Backsteine gefestigt wurden, mit 270 nach Christus. Also das heißt, es ist knapp 2000 Jahre alt. Allerdings sitzen diese Gewölbe auf Trockenmauern auf. Und diese Trockenmauern sind älter. Die stammen aus einem Zeitraum, also der weit zurückreicht, weit in die Vergangenheit, in den prähistorischen Zeitraum. Hier lebte also hatte der Klinazenserorden seine Heimat, und zwar von 910 bis 1595. Bei 1595 wurden sie durch die Anweisung der Chorherren vertrieben. Also sie lösten sich auf. Wir sehen hier also Kuppelbauten. Das Ganze liegt also 8 bis 12 Meter unter dem heutigen Straßenniveau von Klosterneuburg und ist keine Einzelerscheinung. Die 12 Apostelzeche konnte von uns auf rund 400 Meter Ganglänge vermessen werden. Bisher. Warum? Weil der Besitzer hat ja hier alles freilegen müssen. Es ist nicht so, dass diese Räume seit dem Mittelalter frei waren. Die sind 1580 bis zur Decke hin zugeschüttet worden. Das, was man hier sieht, dient nur zur Festigung des Materials, damit das nicht reinfällt. Das heißt, diese Gänge waren plombiert und alles, was sich in und unter den Fußboden dort befunden hat. Das Gleiche passierte also auch in der Steiermark. Hat man auf Anweisung, in dem Fall der Kirche, nachweisbar übers Landesarchiv, 1662 die Gänge, alle Stollen verfüllt. Man hat also diese Gänge unbrauchbar gemacht. Warum? Warum gibt man Anweisung, dass die Bauern ihre Gänge verfüllen sollen? Es ergibt eigentlich keinen Sinn. Wenn wir jetzt zurück nach Klosterneuburg gehen, so ist das ein Teil der Altstadt und unter diesen Straßen und unter diesen Häusern gibt es große Kellerbereiche. Die meisten sind noch verfüllt, nur wenige wurden bisher freigelegt. Also wir schätzen gerade in Klosterneuburg, dass dort also eine Gesamtanzahl der Ganglängen mehrere Kilometer misst. Jetzt haben wir also es dort mit prähistorischen, unterirdischen Gängen zu tun, aus der prähistorischen Zeit. Warum? Das sage ich dann auch gleich. Ja, da haben wir einen solchen aus Trockenmauern errichteten Gang. Alle Gänge wurden von der Stadtgemeinde abversiegelt, also heute noch, das wird heute noch gemacht.
Das ist eine aktuelle Abmauerung der Stadtgemeinde in Klosterneuburg. Das heißt also, diese Gänge, die von einem Haus zum anderen führen, sind heute unterbrochen. Man kann nicht mehr durch, also so wie es früher gewesen ist. Und das ist natürlich schon etwas, was eigenartig erscheint und was eigenartig ist. Und man hat hier speziell bei diesem Raum am Boden, hier vorne rechts, also eine Setzung eines Höhlenbärenschädels gefunden, der also dort deponiert wurde auf drei Steinkugeln und der Unterkiefer war über Kreuz. Wir haben es im zweiten Buch also mit Fotos dokumentiert, habe es aber jetzt nicht im Vortrag drin. Da gibt es noch eine Besonderheit bei den Höhlenbärenschädel, die ich heute noch nicht sage. Hier haben wir beispielsweise ein römisches Bad in 12 Meter Tiefe. Das, was man hier sieht, ist Schwefelwasser. Wir haben also hier Schwefelwasser drin. Ich hoffe, ich stehe also da nicht. Und rechts haben wir die Göttin Luna, also die Mondgöttin, eine kleine Bronzeapplikation. Ja. Und wir kennen auch aus den Fundbereichen solche Relikte, solche Artefakte. Das sind Lochbeile, neolithische Lochbeile. Also diese Lochbeile sind ungefähr 5.000 bis 7.000 Jahre. Also will man jetzt das gängige typologische Modell aufrechthalten, sind die zwischen 5.000 und 7.000 Jahre alt. Die Einstiege zu den unterirdischen Gängen haben so früher ausgesehen. Und zwar hat man man sieht hier noch also die Spuren von den Seilen, wo man Material heraufgezogen hat. Diese Steingänge oder diese Steinringe sind also über den Schächten deponiert und hatten eine DCN-Datierung von über 8.500 Jahre vor heute. Das heißt, es sind also vor 8.500 Jahren gefertigt worden. Wir wissen auch, wir glauben zu wissen, wo im heutigen Tschechien, das ist ungefähr der Fundort, wo dieses Gestein vorkommt, ist 160 Kilometer von hier nördlich, nordöstlich entfernt. Die Schächte führen bis in 22 Meter Tiefe. Das heißt, das sind ungefähr sechsstöckige, siebenstöckige Häuser. So tief geht es dort senkrecht hinunter. Das ist jetzt nur einmal ein Blick von ungefähr 10 Meter Tiefe, wo es einen Ausstieg in die 12 Apostelzeche gibt. Und die Räume, wir sehen es hier, sind also wunderschön anzusehen mit Spitzbogengewölbe, Rundgewölbe. Und wir haben hier Steinsetzungen, sieben Steinkugeln in die Wand eingelassen, am linken Bild zu erkennen. Und hier sehen wir eben die Verfüllungen. Die Gänge wurden wirklich im Mittelalter oder im auslaufenden 1580 ist nur mal auslaufendes Mittelalter, Übergang zur Neuzeit. Wir sehen hier also, dass bis zur Decke jeder Gang alles verfüllt wurde. Da hat man hunderttausende Tonnen an Material. Allein für die Verfüllung brauchte man 9 Jahre. Das ist nachgewiesen. 9 Jahre dauerte nur die Verfüllung dieser Gänge. Und da wurde das Volk fern abgehalten und die Wachen bewachten also diese Verfüllungs. Und in diesem Bereich befanden sich drei Holzkisten. Die erste war schon vermodert und die anderen zwei waren noch erhalten. Und in diesen drei Holzkisten waren diese grauen Steine. Diese grauen, unscheinbaren Steine müssen damals von Bedeutung gewesen sein, denn sonst hätte man sie nicht verpackt. Und im Text war ja beschrieben, dass der schwarze Stein also verpackt werden soll, damit er mit dem Schlamm nicht in Berührung kommen kann. Was hat es mit diesen Steinen
für eine Bedeutung. Wenn man diese Steine in die Sonne legt, beginnen sie sich blau zu verfärben. Nach einer Zeit. Das geht nicht sofort. Das dauert ein bisschen, aber dann werden sie blau. Das wäre eigentlich nichts Seltsames. Allerdings, wenn man mit der Hand über diese Steine streicht, die sind ja grau, da sieht man sie am Bild, dann entstehen zuerst also hellblaue Flecken, also dort, wo man hingegriffen hat, und danach färbt sich der Stein schwarz. Beginnt man nun mit langwelligem UV-Licht diese Steine zu beleuchten, so fangen die also blau-violett zum Leuchten an. Das geht nur mit langwelligem UV-Licht. Und hier beispielsweise haben wir einen Handabdruck, also auf, das ist leider durch die Helligkeit nicht klar, so klar ersichtlich, aber da sieht man, dieser Handabdruck hat sich über 4 Monate hinweg erhalten. Man muss sich das so vorstellen, wir haben für den ORF dort eine, also das direkt vorgezeigt mit der Kamera, das wurde auch gesendet, und man, dieser Handabdruck war 4 Monate davor mit der Kamera aufgenommen wurde, wie der schwarz geworden ist am grauen Stein, und dann, also 4 Monate später, hat er immer noch mit Bestrahlung vom UV-Licht geleuchtet. Und dann begann etwas, was mit dem niemand von uns gerechnet hätte. Die Steine begannen sich einmal komplett schwarz einzufärben von selbst, innerhalb von Sekunden. Und dann begannen die Steine auf einmal zu leuchten. Das ist nicht mit UV-Licht bestrahlt worden. Das ist also, das ist, man sieht ja, da ist ein Halogenstrahler, steht in der Nähe, also der die Ziegel dort, also das ist ein Hypokaust, ein römisches, also wo der aufliegt. Und dieser Stein leuchtet von selbst. Das ist etwas, was eigentlich nicht vorkommen kann. Wir haben die Steine untersucht und auch der große Stein. Wir sehen es hier. Der vordere Stein hat keine Reaktion. Der ist also, da ist nichts. Aber hier haben wir noch den Handabdruck. Und dann sehen wir also, dass von innen her dieser Stein zum Leuchten beginnt. Das dauert dann mehrere Tage und dann auf einmal ist es weg. Also es gibt nichts, was einen Hinweis gibt, also wie so etwas entstehen kann. Und hier haben wir eine Originalzeichnung der Schratteln. Schratteln, das ist die alte, mittelalterliche Bezeichnung von unterirdischen Anlagen und Gängern. Denn Sie haben ja im Text mehr oder minder entweder mitgehört oder mitgelesen, dass die Gäng und Schratteln doppelt zu vermauern sind. Und hier haben wir also Klosterneuburg. Da ist die 12 Apostelzeche. Da ist dann das Kloster oben und da gibt es dann also verschiedene, da gibt es Erdschratteln, Steinschratteln und die Haberschratteln. Jetzt haben wir nicht gewusst, was bedeutet das. Wir wurden also von einem Mitglied der Kirche aufgeklärt. Das war also der Universitätsprofessor Dr. Dr. Röhrig, der uns gesagt hat, dass diese Schratteln in energetischen Verbindungen stehen. Und zwar Haberschrattel bedeutet nichts anderes, als dass hier in Kritzendorf und hier also bei dem zweiten Punkt, ich sage jetzt nicht den Namen, dass es hier eine energetische Verbindung gibt, also durch den Haber, durch den Hafer, also die Felder, die da drüber liegen. Und die anderen Teile, also von Kritzendorf bis Klosterneuburg, sind unterirdische Gänge vorhanden. Hier zum Biesamberg, das ist energetisch, und bis zum anderen Platz oberhalb ist auch eine energetische Verbindung. Und das hier,
das sind alles Gänge, die heute dort noch vorhanden sind. Wir kennen also aus dem Vorraum das Gleiche, denn solch ein Dokument, was ja auch nur eine Abzeichnung ist von solchen Gängen, fand man im Dachstuhl eines Bauernhauses, wo eine Kanonenkugel aus der Franzosenzeit drin eingemauert war. Und in dieser Kugel war also dieser Plan, der war 15 mal 15 cm groß. Und da sieht man das Stift Vorau. Wir haben ähnliche Sachen. Da ist auch nur B, da ist STV. Also, und da ist was mit, ich kann es im Moment nicht lesen, also 1504. Und da sind Bauernhöfe, da sind Kirchen. Kirchen sind immer durch ein Kreuz dargestellt. Und das ist der Havelerhof, also links unten. Da gibt es also Gangsysteme. Und wie wir diesen Plan gefunden haben, wussten wir noch nicht, was es dort wirklich gibt oder geben könnte. Wir haben versucht, die Zugänge zu diesen unterirdischen Gängern zu finden und haben 9 Zugänge eigentlich recht schnell wieder entdecken können, nur waren die meisten eben verschlossen. Wir haben von diesen Fundamental- und Grundlinien, so werden es von der Kirche benannt, also diese unterirdischen energetischen Gangverbindungen, Fundamental- oder Grundlinien. Da haben wir heute bei der Hexenausstellung, auch heute noch, das können Sie ansehen, einen Plan. Dieser Plan wurde auf einer josephinischen Karte für diese Ausstellung eben von einem Chorherrn hier von Klosterneuburg, vom Dr. Röhrig, eingezeichnet. Das hier sind die energetischen Verbindungen im Raume Feldbach in der Steiermark. Und Sie sehen also, da gibt es immer Linien, die vor und zurück und nach allen Seiten gehen. Warum? Weil man offensichtlich damals in der Lage war, noch im Mittelalter vielleicht diese Anlagen zu nutzen. Unter dem Stift gibt es also auch Gänge, nur wir durften bis jetzt diese Gänge noch nicht begehen. Wir kennen allerdings ein paar Ansätze, die befinden sich hier in diesem Bereich. Dieses Augustiner-Chorherrn-Stift mit 850 Jahren, also doch auch ein sehr altes Stift, mit einer wunderschönen Bibliothek. Über 40.000 Exemplare gibt es dort an Büchern, sehr alte Bücher. Und wir haben dort begonnen, also mit Bodenradar diese Stellen zu untersuchen. Wir haben 4 Einsätze beim Stift gehabt mit Bodenradar. Allerdings, es gibt heute kein Bodenradar, das im Gestein tiefer als, das heißt, jetzt muss ich einschränken, es gibt schon ein Bodenradar, aber es gibt offiziell kein Bodenradar, das tiefer als 5 Meter reinkommt. Unter dem Stift wird ja auch beschrieben, dass es dort eine Krypta gegeben hat und 1324 wurden dort 3 neue Altäre eingeweiht. Das bedeutet aber, wir wissen also, dass 12 Altäre von der ursprünglichen Aufzeichnung drin sein sollen in dieser Krypta. Das muss eine riesige Krypta sein, denn es gibt auch noch also Hinweise auf einen Sarkophag. Ich habe das publiziert. Der ja auch in der Krypta heute stehen soll. Wir haben dann im Keller, der liegt 6 Meter unter dem äußeren Niveau, also dem Bodenniveau vom Stift, haben wir dann also mehrere Hohlräume feststellen können, allerdings auch nur, ich werde es gleich zeigen, wie das dann ausschaut. Wir sehen also hier einen verfüllten Schacht. Also das ist der die Oberfläche des Kellerbodens, ein verfüllter Schacht,
der bis da in einen Gang einmündet, aber verfüllt ist. Und links geht ein Gang hinauf, also an die Oberfläche, der quert, also nur, wir haben ja gerade durchgemessen. Das heißt, es gibt unterirdische Gänge, es gibt Anlagen, das ist nachgewiesen. Auch uns wurde nach 7 Jahren gesagt, dass es Gänge geben soll, obwohl das nicht immer so klar war. Wir konnten dann in der Gruft ebenso also Messungen durchführen und fanden hier an dieser Stelle 1,5 Meter tiefer einen Durchgang. Der Boden wurde mit mindestens 5 Meter Schutt aufgefüllt. Und hier haben wir also diesen Durchgang, der beginnt ungefähr 1 Meter, also da ist die Verfüllung des Durchganges und der geht durch die Wand durch. Wir haben also hier, so sieht das Profil aus, wenn es die geschlossene Wand ist und hier geht also ein Durchgang durch die Mauer. Das sind die Überreste der ehrwürdigen Chorherren, die also in der Gruft aus dem 17., 18. Jahrhundert dort bestattet sind. Heute werden sie auf dem Friedhof bestattet. Das ist hier die Ortschaft Vorau, eine kleine Ortschaft, die wirklich liebenswert ist. Und wir haben also begonnen dort 1992, mit der Universität habe ich dort begonnen, Studenten hinzuführen und ihnen die 3 Erdställe, die dort bekannt waren, zu zeigen. Aus den 3 Erdstellen und später haben wir mit dem Bundesdenkmalamt dann noch mehrere Objekte, das hat der Dr. Fuchs gemacht, also aufgenommen. Und dann sind wir also bis vor 2 Jahren auf die Anzahl von 796 unterirdischen Anlagen in der Oststeiermark gekommen. Das ist jetzt nicht nur Vorau, das ist die gesamte Oststeiermark. Wobei also 157 Anlagen, das sind 19,7% bei jüngeren oder alten Wohn- und Sakralbauten beziehungsweise im Umkreis von 100 Meter um diese Plätze sich befinden. Das ist ganz wichtig, denn immer wieder wurde und wird von der Forschung behauptet, dass diese Anlagen sich nur im bebauten Gelände befinden. Das ist allein durch unsere Untersuchungen widerlegt, denn 611 Anlagen von den 796, das sind 3/4, also 76,8%, befinden sich im Freiland unter Wiesen, Wäldern, Feldern und an Berghängern. Also Sie sehen, da ist ein Riesenpotenzial offen und noch mehr Anlagen sind ja heute verfüllt. Es ist ja nicht alles offen. Man hat sie zugeschüttet. Wir haben selbst erlebt, ich zeige Ihnen dann die Fotos von dieser Anlage, eine der längsten Anlagen, die wir hatten, wurde innerhalb von einem Tag durch einen Regenfall komplett zugeschüttet, verfüllt. Das ist der ganze 4,5 Meter tiefe Schacht, ist verschlossen. Ja, gehen wir zurück. Also hier haben wir diese typischen Erdstallformen. Das heißt, Erdstelle, was ist ein Erdstall? Das ist eine Stelle in der Erde, also übersetzt aus dem 15. Jahrhundert. Diese Bezeichnung stammt aus dem 15. Jahrhundert. Und wir wissen aber, dass wir glauben zu wissen. Ich muss immer so sagen, es ist schwer, man könnte ganz konkret so etwas behaupten, nur ob es stimmt, ich weiß es nicht. Je länger wir forschen bei diesen unterirdischen Anlagen, desto weniger wissen wir heute. Es sind für uns mehr Fragen auf uns zugekommen. Jeder, der behauptet, er weiß und er weiß das ganz genau, das ist so oder so oder so, wir wissen nichts. Denn immer sekundär wurden diese Gänge wiederverwendet. Das heißt, manche dieser Gänge sind sehr alt, einige davon natürlich jünger, denn man hat auch im Mittelalter und in der Neuzeit Stollen geschlagen. Aber
es ist immer interessant, wenn man also liest, und ich kann nur sagen, also sehr, je mehr man liest, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß. Das ist das Hauptproblem dabei, denn immer wieder kommen neue Erkenntnisse, die dann doch irgendwie etwas ergänzen. Das ist wie ein riesiges Puzzle. Wenn Sie sich diese Wand als Puzzle vorstellen und Sie forschen ein Jahr lang, dann können Sie, wenn Sie Glück haben, ein einziges kleines Steinchen in dieses Gesamtbild einfügen, aber nicht mehr. Denn dem Moment, wo Sie dieses Steinchen haben und Sie fügen das dann in dieses Konvolut ein, werden Sie merken, dass auf einmal noch mehr Fragen auftauchen, die ja zuerst beantwortet werden müssen, damit Sie wieder etwas weiterkommen. 1960 sah das Ganze also in diesem Gebiet so aus. Die Bauernhöfe waren mit Grundfesten aus Steinmauerung, also Trockenmauern, und dann also Stroh gedeckt. Das ist hier eine Familie aus Vorau mit dem Sonntagsgewand, Festtagsgewand. Und man sieht, also das war typisch. Viele Bauernhöfe sind ja abgebrannt durch die Strohbedeckung. Wir haben einiges dort erlebt. Später schauen die Häuser, also ein solches Haus wäre hier beim Bischofbauer. Wir sehen hier also ein Haus, das unscheinbar aussieht. Da ist nichts dran, wie wir zum Bischofbauer gekommen sind. Also das ist ein Vulgarname, weil das früher ein Bischofssitz war. Und man hat also da schön ausgebaut, eine Gastwirtschaft hat man gehabt, weil dort ein Skigelände war. Und wir fragten, weil wir im Kloster erfuhren, dass es beim Bischofbauer einen unterirdischen Gang geben soll, haben wir gefragt, ja, ob da irgendetwas bekannt ist. Da hat er uns gesagt, ja, ich lebe jetzt, also die Familie, nicht er selbst, die Familie lebt jetzt 350 Jahre auf diesem Gehöft, aber es war nie was bekannt. Und dann fragte ich ihn, ob wir einmal um das Haus schauen können, ob wir etwas entdecken. Und es hat nicht lang gedauert. Wir haben also sofort den Gang gefunden, allerdings noch nicht offen. Denn wir haben einmal das Außen uns angeschaut. Sind dann in den Keller, und im Keller gab es dann, wir sehen hier, so eine verschimmelte Stelle. Und Schimmel ist immer ein Hinweis darauf, dass dort feuchte Luft rauskommt. Und wo kommt feuchte Luft raus? Aus unterirdischen Gängen. Ganz einfach. In unterirdischen Gängen hat die Luftfeuchtigkeit meist zwischen 95 und 100%. Nicht mehr, also 100 wäre schon der Regen dann eigentlich. Wir haben dort begonnen, das freizulegen. Und wir sehen hier also, auf einmal war eine Öffnung da in der Kellerwand. Es war ein gemauerter Keller aus dem Mittelalter. Und hinter dieser Öffnung setzte dann ein gemauerter Steingang an, der aus dem Gehöft hinausführte. Also jetzt würde jeder sagen, ja gut, das war Fluchtweg. Sicher nicht. Warum wissen wir das? Das ist auch ganz einfach zu erklären. Denn erstens, liegen die Gänge, führen sie in die Tiefe. Und zweitens, wurden die Häuser später draufgestellt. Die Gänge waren zu diesem Zeitpunkt schon da. Man hat also beim Bau, und das passiert, also das ist mehrmals auch in unserem Zeitraum, wo wir jetzt geforscht haben, in Vorau passiert, dass beim Neubau von Häusern auf einmal unterirdische Gänge angeschnitten wurden. Das hat keiner gewusst vorher, dass da ein Gang war, aber auf einmal war ein unterirdischer Gang oder Kammern oder irgendetwas vorhanden oder ein Erdstall. Also wir müssen unterscheiden zwischen Erdstellen, das sind bis 100 oder knapp über 100 Meter lange Anlagen, können auch länger sein. Also es gibt keine Richtlinie dafür, also genaue Richtlinie über die Längenangabe. Und hier haben wir also einen Trockenmauersteingang,
Anders ist das hier bei der Ruine Altschileiten. Da gibt es in diesem vorderen Turm, in diesem linken Turm, haben wir unterhalb im Keller einen unterirdischen Gang, der genau unter der Ruine ist, unter der heutigen Ruine. Also da ist er ungefähr brusthoch mit Wasser erfüllt. Er führt also ins Innere des Berges. Und die alte Schlossbesitzerin hat uns erzählt, also dass sie über diesen Gang in Kammern gekommen ist, wo es 7 Sitze gab. Also an den Wänden. Eine runde Kammer mit 7 Sitzen. Sie konnte sich über die Bedeutung dieser Kammer nichts vorstellen. Allerdings, leider Gottes, passierte es, dass also dieser Gang dann, nachdem eine Mauer eingebrochen ist, verschüttet wurde und man hat das dann abgesichert. Wir sehen hier, das ist ein typischer Erdstall, ein Erdstallelement. Wir haben hier einen Schlupf. Diese Schlupfe sind nur 30, 40 Zentimeter, manchmal enger, manchmal weiter, manchmal können sie einen halben Meter breit sein. Allerdings haben diese Schlupfe offensichtlich eine bestimmte Bedeutung, denn sie haben Verschlusssteine. Manche, nicht alle. Jetzt könnte jeder sagen, ja gut, die Verschlusssteine hat man gebraucht, weil das waren Zufluchtsorte. Nur, ich mache keinen Verschlussstein dort, wo ich reinkomme. Das ist ja unlogisch, weil da kann jeder den Stein wegnehmen. Den müsste ich drin machen. Und bei uns in der Steiermark sind die Verschlusssteine immer dort, wo man in den Gang hineingeht, also von außen. Dann bei Bauarbeiten, wo man Grundfesten ausgräbt, für Stahlgebäude beispielsweise, befinden sich, so wie hier sehr schön zu sehen, also Gänge auf einmal, die werden geöffnet. Das hier ist ein Kreisgang. Solche Kreisgänge wurden also in den 70er Jahren bei mehreren Bauernhöfen im Vorau gefunden. Hier rechts hinter diesem Stallgebäude, da gehen übrigens, gibt es da mehrere unterirdische Anlagen, gab es einen Kreisgang, der 1972 ausgegraben wurde. Allerdings befindet sich heute hier eine Betonplatte über diesen Kreisgang, aber Sie werden gleich sehen, wie das ausgesehen hat. Das war die Ausgrabung und da sehen wir diesen steingemauerten Kreisgang. Der war insofern von Bedeutung, weil die haben das genau protokolliert und dokumentiert, also veröffentlicht, gab es einen Graben und in der Mitte auch. Das Ganze war mit Quarzsand verfüllt. Das ist etwas über dieser Anlage war einst ein 6 Meter hoher Hügel drüber. Nur als man diesen Hügel, der Bauer wollte, der wollte den Hügel wegschieben und hat ihn weggeschoben. Und bei diesen Arbeiten ist hier, wo die Leiter drin steht, der Gang eingebrochen. Da sieht man also, wie das Ganze mehr oder minder sich verfüllt hat. Und da hat man, also der Gang war auch zur Gänze mit Material verfüllt. Das heißt, er ist schon sehr lange da und wir wissen aber nicht, das ist die Originalaufnahme von innen, da sieht man noch, wie der Lehm von der Verfüllung an der Wand klebt. Die Decksteine, es sind 56 Decksteine von diesen 8 Meter durchmessenden Rundgang. Diese Rundgänge haben ja kaum eine Bedeutung, wenn wir nicht vom Klerus die Erklärung bekommen hätten, dass es Energieverstärker werden. Das heißt, das Ganze dient zur Verstärkung von Energieflüssen, die über weite Gebiete reichen können. Sie sehen jetzt eine 3D-Visualisierung der Bauphasen von so einem Rundgang in der Oststeiermark. Und das ist also nach den Unterlagen von Bichlmeier erstellt worden. Ja.
Ja. Man hat im Boden zuerst einmal etwa eine 3 bis 3,5 Meter tiefe Grube eingetieft. In diese Grube hat man, also bei der Entstehung, dann also mit Trockenmauern diesen Steingang eingesetzt. Hier gab es einen Einstiegsschacht, der war 2,5 Meter tief. Danach verfüllte man das Ganze mit Schwemmsand, also mit Quarzsand. Das ist hier in der Mitte und an den Rändern. Das wurde dann mit Quarzsand abgedeckt und das Aushubmaterial hat man als Hügel dann wieder darüber geschüttet. Man sieht schon, also, dass diese Rundgänge ja keine Zufluchtsplätze waren, können ja nicht sein, denn hier laufe ich nur im Kreis und komme nirgends raus. Außerdem ist eine Erdstallanlage als Zufluchtsort unbrauchbar, denn da genügt es, wenn einer vor dem Eingang ein Feuer macht oder entfacht, dann wird der ganze Sauerstoff aus dem Erdstall herausgezogen und in 2 Minuten bin ich tot. Also das geht relativ schnell. Wir haben also das Phänomen, dass wir im Raum Vorraum und Umgebung also eine große Anzahl, und zwar heute rund 550 Steinsetzungen haben. Megalithische Steinsetzungen, Lochsteine und Menhir vorkommen. Diese Steine stehen hier überall in der Landschaft herum. Und auch die Kirche hat natürlich neben diesen Steinen dann ihre Denkmäler, Kulturdenkmäler hingestellt. Zum Teil hat man diese Steine auch in die Kirchen integriert. Also man hat das Alte ins Neue übernommen. Das hat man weltweit gemacht. Das gibt's in Peru genauso wie überall woanders, in Guatemala beispielsweise, dass in den Kirchen dann zu den Gottheiten, zu den christlichen Gottheiten dann die Maya-Götter hingestellt werden. Also solche Dinge sind auch hier im Mittelalter passiert. Man hat die Steine auch umgelegt. Es gibt eine Anordnung, dass also aus Frankreich, wo man die Steine umgelegt hat und dann eben Denkmäler, kirchliche draufgesetzt hat. Aber das hat es gegeben, das ist Vergangenheit. Diesen Lochstein konnten wir mittels DCN-Datierung datieren. Er brachte ein Alter von 13.953 Jahren vor heute. Das heißt, wir können mittels DCN eine bearbeitete Oberfläche datieren. Der Stein selbst hat nicht dieses Alter, der Stein ist Millionen Jahre alt. Aber wir haben die Möglichkeit, also eine Arbeitsfläche zu datieren, aber nur wenn sie bearbeitet ist. Wenn die Fläche nicht bearbeitet ist, kriege ich irgendein Datum von einer Zeit, wo der Stein an die Oberfläche gekommen ist. Solche Menhire, also Menhir heißt langer Stein, kommt aus dem Bretonischen, also Men und Hier. Und wir haben hier einen 1,80 Meter hohen Menhir bei Wildwiesen, einen Lochstein. Die Lochsteine, da gibt es Geschichten drum. Geschichten, also die erzählen aus der Vergangenheit natürlich, nicht aus der neuen Zeit, die erzählen, dass diese Lochsteine die Wächter der Zugänge von der Oberwelt zur Unterwelt sind. Dazu sollten Sie ein bisschen weiterdenken, denn hier geht es um die Unterwelt, aber nicht das, was wir uns als Hölle vorstellen,
sondern um eine tiefer gelegene Sache. Das ist hier der Kalenderstein bei Stralek. Wir haben hier eine Inschrift drin, die aber nicht sehr alt ist. Das ist hier das Schiff, ein Menhir, der 60 Tonnen wiegt. Er ist 7,40 Meter lang und also sehr schwer. Schaut aus wie ein Schiff. Das sieht man ja auf diesem Bild. Die Einheimischen haben diesen Menhir so getauft. Die meisten Menhire wurden dort gesprengt. Man hat sie ganz einfach, weil sie gestört haben in der Wiese. Wir hatten Steinkreise, die nachgewiesen waren. Die wurden alle gesprengt. Aber da hat damals niemand sich beschwert. Keiner hat an Kulturdenkmäler gedacht. Das war einfach lästig. Der längste Menhir in der Steiermark war bei Straden unten mit 24 Meter Länge. Auch er wurde im Rahmen eines Straßenbaus dann gesprengt. Das sind so 2 Meter hohe Menhire im Wald. Und das eine Aufnahme mit Studenten, die wir haben ja jahrelang mit Studenten im Vorauer Bereich und gearbeitet und arbeiten noch immer dort. Und da sieht man die Verteilung von unterirdischen Anlagen und Menhiren. Dann tauchen in den Wäldern auf einmal bearbeitete Steine auf. Also mit denen wir am Anfang nichts anfangen wussten, denn wir konnten uns nicht vorstellen, wer die dort im Wald liegen gelassen hat. Das sind also schön bearbeitete Flächen, allerdings für einen Müllstein unbrauchbar. Also zuerst haben wir gedacht, ja, das sind Müllsteinreste, die einfach also da geschlagen wurden im Freien. Und ja, so wie hier. Nur ich beweise Ihnen gleich, dass das nie Müllsteine waren und dass in diesem Falle es sich nicht um einen Müllstein handelt. Warum? Es gibt dort Müllsteinsteinbrüche. Das ist die Steinberghöhle, eine von 5 Steinberghöhlen. Und wir sehen also hier den Eingang dieser Höhle. Und wenn man ins Innere reinschaut, dann sieht man aus dem Fels gearbeitete Müllsteine herumliegen. Und diese Müllsteine hatten in der Mitte ein Loch. Warum? Na ganz einfach, man musste sie ja transportieren. Ich kann so einen Müllstein, der über 1 Meter Durchmesser hat und so hoch ist, ungefähr 800, 900 Kilo wiegt, also kann ich nicht händisch irgendwie einen steilen Waldhang hinab tragen oder hinauf, na, je nachdem, wo man sich befindet. Also ist da ein Holz durchgesteckt worden und das wurde transportiert. Wir hatten ja Kontakt mit diesen Arbeitern, mit den Alten, die dort noch also 1920 gearbeitet haben in diesem Steinbruch. Und die haben uns genau erzählt, wie das vor sich gegangen ist. Dann fanden wir vor dem Stift einen Schalenstein, auch einmal 1 Meter mit 9 Schalen. Wir haben in der Steiermark also 3 solche Schalensteine. Der erste war bei Stift Rhein, den sieht man heute noch unter einer Glasplatte. Der zweite war beim Schloss Bichl. Da wurde der neue Besitzer beauftragt, diesen Stein, der war im Gang im Schlosshof aufgehängt, so weit wie möglich vom Schloss weg zu vergraben. Und dieser Stein wurde leider offiziell bei Umbauarbeiten zerstört und in einen Graben hinuntergeschmissen. Hier einen weiteren Schalenstein in einer Halbhöhle, das ist ein sehr großer Stein. Man sieht so eine Schale mit einem Abflussrohr oder Rinne. Bei diesem Stein hat man noch nach dem Zweiten Weltkrieg Tieropfer dargebracht. Das erfuhren wir vom Bürgermeister von Vornholz, der uns das geschildert hat, dass man dort einmal im Jahr also ein Tieropfer, ein Huhn geschlachtet hat.
Und dann fanden wir solche komischen, gezackten Ränder bei großen Steinplatten. Da haben wir auch zuerst nicht gewusst, was soll das? Es gibt also aus der Römerzeit und also verschiedene Plätze in Deutschland beispielsweise und auch in Niederösterreich, die Skorpionsteine, die sind gar nicht weit von hier weg, gibt es also solche Steinbrüche, prähistorische Steinbrüche. Nur die wurden nie als prähistorisch anerkannt. Das war alles immer, man hat gesagt, na, das ist also aus der Neuzeit. Das ist alles neuzeitlich und gut. Man sieht also hier diese Keile, die da hereingeschnitten sind, wo der Stein gebrochen wurde. Sie sehen hier also einen Einschnitt. Da ist eine Rinne gewesen oben, also die das angerissen hat. Und in diesen Bereich sind die Keile, die Holzkeile hineingesteckt worden. Nur, Sie müssen sich eines vorstellen, mit Holz können Sie keine Steinplatte sprengen, auch wenn Sie es feucht machen. Warum? Weil das Holz, so wie da, das ist ja keilförmig, herausgeht. Es geht nicht so auf, sondern das Holz wird hinausgedrückt. Das hier ist ein typischer so ein Steinbruch. Einer von vielen, die wir in der Zwischenzeit gefunden haben. Da oben ist eine Platte schon abgenommen worden. Das wäre die nächste Platte gewesen. 3,5 Meter lang. Gewicht ungefähr 4 Tonnen. Und hier haben wir also eine Oberflächendatierung gemacht und bei der Bruchstelle eine Datierung und kamen auf einen Zeitraum von mehr als 10.000 Jahren, wo dieser obere Block entnommen worden ist, diesen Steinbruch. Also das sind jetzt einmal Richtwerte für ein Mindestalter dieser Steinbearbeitung. Da sieht man sehr schön. Also da hat man das angerissen, da wurde der Stein angerissen, dann kam man diese Auflagen hat man gemacht und diese Keile und da an der Rissstelle hat sich der Stein dann abgehoben. Allerdings funktioniert das nur, und das haben deutsche Archäologen festgestellt, in der experimentellen Archäologie, wenn oberhalb und unterhalb sich eine Metallplatte befindet. Sonst hat das Holz als Treibmittel keine Wirkung. Das heißt, auf Deutsch gesagt, es müsste zu dieser Zeit Metall gegeben haben. Weil sonst könnte man diese Platten nicht runterspringen. Hier ein weiterer Menhir, der aus großen Blöcken heraus gesprengt wurde. Die wurden ja alle nachbearbeitet. Darum haben wir ja dann die bearbeiteten Oberflächen der Steine, die wir datieren können. Wären die nicht bearbeitet, würde ich jetzt hier von diesen Original-Datierungen nehmen, so würde diese Datierung sofort 50.000 bis 70.000 Jahre ausmachen. Weil wir haben mehrere solche Oberflächen datiert und wir wissen also, das ist also ein Rückstand von der letzten, also nicht der letzten, sondern von der vorletzten Eiszeit, die zwischen 75 und 50.000 Jahre vor heute in Europa war. So hat sich also unsere Forschung seit 2007, also von 2006 her entwickelt. Weil da haben wir schon 35 Erdställe und unterirdische Anlagen gefunden gehabt. Und jetzt also sind wir bei 796, 2016 waren wir noch bei 532 Lochsteine und Menhire. Aber das ist allerdings mit 1.1.16. Viele Gebetshäuser im Vorarlraum und auch in der Oststeiermark stehen oft schräg. Warum? Ganz einfach,
weil hier früher Menhire oder Lochsteine gestanden sind. Die hat man entfernt und hat dafür, das steht mal oft in den Inschriften auch da auf den Tafeln drin, hat man dann zuerst Holzkreuze errichtet. Und wenn die Holzkreuze kaputt waren, hat man es immer wieder erneuert und später dann so Marterl hingebaut, Gedenkstätten. Nur, die Lochsteine sind auf unterirdischen Hohlräumen gestanden. Und drum sinkt das ein, wenn irgendetwas einbricht unterhalb. Und das gibt es überall, also hier können wir es auch beweisen. Diese schiefe Kapelle, die ist erst seit ein paar Jahren schief. Warum? Die befindet sich beim Kalvarienberg von Miesenbach und man hat hier ein elektrisches Kabel zur Hauptkapelle raufgelegt am Kalvarienberg und hat mit dem Bagger dort, genau wo ich stehe, einen Graben gemacht. Und beim Graben dieser Leitungen ist man auf einen unterirdischen Gang gestoßen, der genau da unten durchführt. Und zwar drüben von der Ortschaft Miesenbach weg von der Kirche bis zum Kalvarienberg rauf. Jetzt ist dieser Gang, man hat es nicht gut verfüllt. Da ist es durch die Regenfälle nachgesackt, alles eingebrochen und drum neigt sich die Kapelle auf einmal und man sieht die frische Restaurierung der Kapelle innen, wie das Ganze zum Brechen anfängt. Also das zerreißt alles. Immer wieder gibt es dort dann Einbrüche. Wir haben also derzeit in den letzten 10 Jahren 140 solche Einbrüche zählen können. Manche Einbrüche erreichen eine Tiefe von 6 Metern mit einem Durchmesser von 14 Metern. Also das sind große Hohlräume, die da unter der heutigen Erdoberfläche einbrechen. Auch hier ist beim einem Bauern passiert, dass er mit dem Traktor auf einmal eingebrochen ist auf einem Feld. Da geht ein Gang also von einem ehemaligen Hohlweg weg bis ungefähr in die Mitte dort. Und das ist hier der Grundbesitzer, der erzählt, dass nicht nur dieser Gang vorhanden war, sondern auch ein Stück weiter oben hat er uns erzählt, in der Wiese ist auf einmal ein Loch eingebrochen, auch beim Mähen. Und er ist dort über 100 Meter rein, dann gab es einen Schlupf und er wollte gerade in den Schlupf rein, da ist aber in der Nähe seiner Straße ein Lastwagen vorbeigefahren und das hat so gedröhnt, dass er rausgerannt ist, weil er glaubt hat, es bricht alles zusammen. Die Erforschung von solchen eingebrochenen Stellen ist natürlich schon spannend, allerdings nicht zielführend, weil das Ganze verfüllt ist, zum Großteil. Mit diesen riesen Erntemaschinen bricht man halt immer wieder dort ein. Warum? Weil diese Motoren so stark schwingen, dass sie den lockeren Obock, so nennt man das Gestein, das verwittert ist, dass dieser Obock dann zusammen einbricht. Auch hier ist am Feld beim Mähen, wir sehen hier das frisch gemäht, ist diese ganze Maschine eingebrochen und unterhalb gehen dann die Gänge weg. Es gab da bei dieser Baumgruppe hinten noch einen Einbruch und ja, das ist ein Netz von Gängen, das zwischen 5 und 10 Meter dort sich befindet. Hier bei diesen Gehöften, bei vielen Gehöften, befinden sich im äußeren Bereich immer wieder Einbrüche. Und wir sehen es also hier bei diesem linken Gehöft, haben wir gleich 4 unterirdische Anlagen. Da erklärt mir der alte Besitzer, ich messe gerade mit GPS das ein, und er erklärt mir also, dass ich genau auf einem Zugang stehe, von einem steingemauerten Gang, wo im Winter immer also große Dampfwolken herausgekommen sind. Wenn der Gang kurz wäre, dann gibt es keine Wetterführung. Und der Sohn von ihm hat uns erklärt, dass sie als Kinder beim Straßenbau oberhalb
wurde ein Gang angeschnitten. Da sind sie sehr weit in den Berg hineingekommen, in große Hallen. Und aber nur das Ganze wurde von den Eltern dann zugeschüttet. Und wir sehen hier immer wieder auf den Wiesen, dass also solche Steingänge einbrechen. Auch hier in Tausend, diese Gänge, diese steingemauerten Gänge, befinden sich meistens in Seehöhen zwischen 800 und 1200 Meter. Warum, werde ich Ihnen dann gleich sagen. Sie sehen hier, unterhalb sind diese aus Trockenmauern errichteten Gänge. Sieht aus wie in Südamerika. Das ist der Wassergang am Hochkogel. Auch hier hat man also in einen steilen Berghang hinein, also diese Gänge verlegt. Die sind aber, der ist heute nach 22 Metern abgemauert, weil man dort nach dem Krieg die Waffen von den Russen versteckt hat, also gelagert hat. Das ist einer der ältesten Bauernhöfe, den wir dort haben, aus dem 10. Jahrhundert. Und auch dieses Gehöft wurde auf einer sehr alten Anlage gebaut. Da gibt es also im Innern einen über 20 Meter langen, zwei 20 Meter lange Trockenmauergänge. Und diese bearbeiteten Platten hier hinten, die letzte, Sie sehen ja, wie die gerade, die sind wunderschön gearbeitet. Da haben wir eine DCN-Datierung durchführen lassen und die erbrachte die Bearbeitungszeit dieser Platte, bitte nicht das Alter der Steinplatte, von 10.382 plus minus 288 Jahren. Also wir sehen, das sind also nur mal jetzt Richtwerte. Aber das heißt, dass die Anlage, die da noch anschließt, ist ein Felsgang, eine Felsganganlage, die ist älter als diese Zeit. Das Ganze wird an der Uni, die Untersuchungen werden an der Karl-Franzens-Universität in Graz durchgeführt. Und wir haben hier also bei den Gehöften immer wieder den, durch Zufall, dass wir hier auf Anlagen stoßen. Auch wieder so ein Trockenmauergang mit Schlupfen, also ein Erdstall, eine Erdstallanlage. Ja, manche, das war beim Wasserleitungsbau, der Wechselwasserleitung. Und da sieht man also, dass das Ganze wirklich im Hangbereich beginnt und dann unterhalb drin wunderschön, also gemauerte Gänge, eingefügte Gänge. Also die sind nicht, da ist nicht der Boden geöffnet worden. Die sind direkt unter der Erde als Ergänzung, als Reparatur, würden wir sagen, eingebaut worden. Und zwar in diesem Fall, das ist die derzeit für uns älteste Anlage, die wir haben, mit 23.965 plus minus 694 Jahren vor heute. Im Pöllauer Tal haben wir ebenfalls wunderschöne, lange, 50 Meter lange Steingänge. Wir können nur annehmen, dass sie eben größeren Alters sind. Manche Durchschlupfe sind wirklich sehr eng. Man sieht es ja, da muss man am Bauch durch. Und oft gehen, also von den, die deutschen Archäologen sagen, das sind die Autobahnen der Vorzeit, die Hohlwege. Wir haben immens viele Hohlwege bei uns in der Steiermark, aber auch hier in Niederösterreich, im Oberösterreich, überall gibt es diese Hohlwege. Das sind alte Handelswege, alte Handelsstraßen. Und von diesen alten Wegen führen die Zugänge, oft sind Schächte, manchmal sind die Schächte auch verfüllt, oder oft führt seitwärts hinein in den Berg. Und dann stießen wir auf diese Mauern, die sich hunderte Meter weit durch den Wald gezogen oder über Waldhänge gezogen haben.
Und da haben wir dann, sind wir auf sogenannte Schutzräume gestoßen, denn im Zusammenhang mit diesen Steinmauern stehen Steinhügel, die also dort sich im Wald befinden. Und wir haben also hier über 16 solche Siedlungen, prähistorischen Siedlungen aufnehmen können, die gibt es auch hier in Niederösterreich. Es ist nicht so, dass ihr das nicht auch hier habt. Und das sind also nur kleine Räume, 3 mal 2 Meter groß. Und hier also hat die Datierung 10.893 plus minus 393 Jahre ergeben. Also das heißt, also diese Steine hier wurden in dieser Zeit bearbeitet. Das ist hier der Innenraum. Wir sehen hier Nischen an den Wänden. Und wir sagen, das sind Schutzräume. Anders können wir es derzeit noch nicht bezeichnen. Das ist ein Schnitt einer Kammer. Und so sieht das Ganze im Wald aus. Da sind immer Steinhäufen mit relativ kleinen Steinen abgedeckt. Die Räume befinden sich 2 bis 3 Meter unterhalb. Manche sind auch mehr Meter unterhalb. Also wir haben also von unserer Uni eine archäologische Grabung dort gehabt, die durchgeführt wurde. Und man hat sie abgebrochen zu einem Zeitpunkt, wo es leider der falsche war. Denn als man die ganzen Steine entfernte, stieß man auf große Steinplatten. Und der Bauer ist gekommen und hat gesagt, da ist schon der Fels, da ist nichts drunter, das sind nur Glaubhäufen. Das ist auch ins Protokoll reingenommen worden. Dabei war genau unter diesen Steinplatten dann die Kammer. Aber das wusste man damals nicht. Aber so, das ist ein Raubgräber gewesen, also der da so eine Kammer geöffnet hat, weil man geglaubt hat, das sind Gräber. Das sind aber keine Gräber. Hier die Deckplatten ergaben ein Alter von 10.379 plus minus 475. Sie sehen, das ist alles ähnlich, die Datierung. Also es ist ein gleich ähnlicher Zeitrahmen. Wir liegen hier zwischen 10 und 24.000 Jahre, wo in verschiedenen Zeitepochen diese Kammern errichtet wurden. Wir haben nur also paläolithisches Material, also da kommen wir erst dazu, ja, aus dem Kandelhofer Erdstall. Hier also eine unberührte und unbegrabene Kammer. Hier wieder ein größerer Hügel. Diese Hügel sind immer senkrecht zum Hang angelegt. Warum? Weil normalerweise sagt man bei einer Siedlung, das ist quer zum Hang. Alle römischen Siedlungen und alles verläuft immer quer zum Hang, horizontal. Diese Siedlungen verlaufen vertikal. Wir haben als die größte Siedlung, die wir aufnehmen konnten, hat 128 solche Kammern. Das ist ein ganzer Berghang, Südwest ausgerichtet, also wunderschöne Lage, über 1000 Meter Seehöhe. Und warum so hoch? Weil im Winter ist es dort oben warm und im Sommer ist es kühl, kühler. Außerdem hat man früher nie im Tal gesiedelt, weil die Täler waren meistens Schwemmland, waren meistens versumpft und es waren viele Tiere dort, weil eben das Wasser dort war. Später in der Römerzeit sind diese Kammern dann zu römischen Grabanlagen umgebaut worden. Das ist hier bei Stubenberg, das Römergrab bei Stubenberg. Hier sehen Sie die derzeitige Verbreitung, wobei ein Punkt oft 5 oder 10 Objekte sein können. Also im Umland von Vorau, Böllau und so weiter bis Birkfeld.
Das Interessanteste sind aber die Gänge, die sich unter den Feldern, unter den Wiesen dort an den Hängern befinden. Man sieht nicht einmal den Eingang. Dieser Eingang wurde vor ein paar Jahren, also wirklich leider Gottes, durch Regenfälle innerhalb von einem Tag komplett verschlossen. Wir haben ihn bis heute nicht mehr geöffnet. Es war aber ein sehr gefährlicher Bereich, weil der 4,5 Meter tiefe Schacht unten also ein Kohlendioxid drin gehabt hat. Und wir haben nur mehr die ganzen Mäuse, die dort umgekommen sind, in der Kohlendioxid gesehen. Wir konnten nur mit angehaltener Luft hinein und mussten dann so 30, 40 Meter also durch einen Siphon durch, bis wir dann in atembare Teile gekommen sind. Aber diese Gänge waren wunderschön, haben damals 150 Meter weit geführt. Dann gab es einen Schrägschacht nach unten, der offen war, allerdings voll mit Kohlendioxid. Also das heißt, wir konnten da nicht mehr runter. Aber sehen Sie sich einmal die Bearbeitung dieser Gänge an. Schauen Sie einmal genau hin. Das sind nicht diese Bearbeitungsspuren, die wir aus mittelalterlichen oder neuzeitlichen Bergwerken kennen. Das Ganze ist, je schöner etwas gearbeitet ist, und da werden mir ein paar Experten wirklich auch recht geben, je schöner etwas gearbeitet ist, desto älter ist es. Wir haben dann versucht, also bei Kirchen überall, also Elektrountersuchungen zu machen. Also diese geoelektrische Untersuchungsmethode sendet Impulse aus und man kann dann auf der Auswertung die einzelnen Gänge vielleicht erkennen, aber das sind alles nur Vermutungen, genauso wie beim Bodenradar. Das Bodenradar ist nicht für unsere Zwecke geeignet. Wir können nur oberflächennahe Bereiche feststellen, alles was tiefer ist, geht nicht. Also, aber das ist eine sehr aufwendige Methode. Da wird bis 140 Meter weit werden diese Elektroden ausgesteckt und dann kann man die Echos, die von unten raufkommen, wieder messen. Eines der interessantesten Objekte bei uns ist der Strevelgang. Ein 90 Meter langer Felsgang. Das war der ursprüngliche Zugang. Der war komplett zu, das haben wir ausgeräumt, man sieht es eh, das haben wir freigeputzt. Man konnte damals nur am Bauch hinein. Auch hier haben wir einen Trockenmauergang und einen stark verwitterten Eingangsbereich. Sie müssen sich vorstellen, diese Gänge waren wahrscheinlich 10.000 Jahre oder länger offen der Witterung ausgesetzt. Und man hat dann danach wieder, und zwar in dem Fall auch vor über 20.000 Jahre, diesen Zugang geschaffen. Das sind tonnenschwere Steine, die darüber sind. Die Datierung ergab hier ein Alter von 22,725 plus minus 596. Das heißt, der Felsgang, der dahinter ist, ist älter. Die Gänge sind sehr schön gearbeitet, nämlich in einer Perfektion, wie sie mit der Hand nie erreicht werden kann. Das muss man sagen. Denn wenn Sie hier in diesen Augengneis, das ist das Muttergestein, also das sich hier befindet, wenn Sie hier mit Hammer und Meißel reinschlagen, bricht das Ganze entlang der Schicht- und Kluftfugen aus. Das heißt, Sie können nie eine Perfektion von diesem Ausmaß erreichen. Sie sehen es auch hier. Schauen Sie sich einmal das an. Die Arbeitsspuren oder Schremspuren,
wir wissen es nicht, sind 30 bis 40 Zentimeter lang. Es wurde von vorne nach hinten, und zwar 1,5 Meter weit. Das ist eine schöne Strecke. Also wenn ich mich jetzt da herstelle bis zur ersten Stufe vorn, so wurde hinunter, von oben weg hinuntergearbeitet. Das kann man nicht, denn man kann nicht einmal mehr ausholen bei so einer Enge. Das ist nur 60, 70 Zentimeter breit und 1,60 Meter, 1,70 Meter maximal hoch. Das, was Sie hier sehen, das Sediment, ist nicht eingeschwemmt, sondern das sind die Teilchen, die von der Wand, von diesen Arbeitsspuren schon bereits abgefallen sind. Wir haben dann begonnen, also das Sediment zu untersuchen und haben mit Industriemagneten, das ist ein Industriemagnet eingewickelt mit einem Tuch, das sind sehr starke Magneten, die man kaufen kann, die so stark sind, dass er, wenn er einen Herzschrittmacher hätte und ich gehe mit so einem Magneten bei ihm vorbei, fällt er tot zusammen. Dann kriegen sie auch vom Auto nicht mehr weg. Die werden also in Kisten verpackt, geschickt, die abgeschlossen sind. Damit nicht, also bei einem Computer darfst du da nicht daneben herummarschieren, weil dann ist die Festplatte gelöscht. Aber mit diesen Magneten konnten wir aus diesen Arbeitsspuren kleinste Teilchen herausholen und untersuchen. Wir haben es mit dem Rasterelektronenmikroskop auf der Karl-Franzens-Universität also untersuchen lassen. Und wir sehen hier, also das ist gefilmt worden. Hier. Diese kleinen Teilchen haben alle eine verglaste Oberfläche. Das heißt, das ist versintert, nennt man sowas. Und in dieser Verglasung, hier sehen wir es, die Oberfläche, also dieser Wandteilchen, wo in den Arbeitsspuren, sind verglast. Da hat es eine Temperatur von über 1200 Grad mindestens gegeben, weil sonst ist so etwas nicht möglich. Das sind die Quarzbestandteile des Augengneises, die hier geschmolzen sind. Da gibt es wenig Möglichkeiten. Es gibt einen Laser, es gibt einen großen Druck an der Arbeitsspitze und dann gab es hier mehrere solche Kugeln. Manche sind zerbrochen, aber eine war noch erhalten. Wir haben also insgesamt mehrere Proben mit solchen Bereichen. Das ist nicht nur die einzige Probe, die wir haben, sondern wir haben viele solcher Proben. Und wenn man das jetzt genau anschaut, da sieht man da drin einen Stahlspan. Das ist legierter Stahl. Das kann man mit Mikrosondenanalyse mittels Rasterelektronenmikroskop feststellen. Wir wissen die genaue Zusammensetzung. Und das Ganze wurde während der Arbeit vom flüssigen Gestein überflossen. Also dieser abgeriebene, es könnte mit dieser Stange, die diese Gestalt, können Sie sich erinnern, in der Hand hatte, vielleicht war das irgend so etwas, keine Ahnung. Wir können nichts und dürfen nichts hineininterpretieren. Machen Sie sich selbst Ihre eigenen Gedanken darüber, denn das ist es wert. Dann bekamen wir aus Amerika einen der genauesten Scanner, um also eine Teile dieses Ganges für die wissenschaftliche Forschung zu untersuchen. Und hier steht also dieser Raumscanner und wir sehen hier also einen 6 Meter langen Abschnitt. Das da hat knapp einen halben Tag gedauert, das Scannerlein. Da waren also, ich glaube, 28 Millionen Messpunkte auf 6 Meter Länge. Das ist unwahrscheinlich. Man hat tagelang gebraucht, um das Ganze auszurechnen. Das Ergebnis war aber umwerfend. Warum? Wir sehen hier den Deckenteil des Ganges, einen Ausschnitt. Da sehen wir mit 1, 2, 3, das sind die Schremmspuren, wo das Gerät oder egal was es war, eigentlich gestoppt hat
um dann wieder weiterzuarbeiten. Also diese Arbeitsspuren sind hier so 40 cm lang. Mit einer Genauigkeit von 15 mm auf dem ganzen, wir haben nur Abweichungen, Arbeitsabweichungen von 15 mm auf einen halben Meter, 30, 50, ja, in etwa. Wer hat die Möglichkeit, beispielsweise händisch so zu arbeiten, dass er auf einen halben Meter Länge eine genaue Abweichung von den Arbeitsspuren von 15 mm nur zusammenbringt? Hier haben wir also den Gang komplett gescannt. Man sieht, wie gerade das Ganze, das sind die 28 Millionen Messpunkte, wie gerade dieser Gang, er ist gebogen, weil der Gang verläuft ja gebogen. Aber auch hier haben wir an der Wand diese Arbeitsspuren, das ist jetzt an der senkrechten Wand, also hier. Und da haben wir eine Genauigkeit von 11 Millimetern, bitte. An der Wand. Also es differiert kaum. Wir haben keine großen Abweichungen drin. Und das ist natürlich etwas, was für uns komplett neu war, was unser ganzes Denken umgestellt hat. Denn es geht ja noch weiter. Das war ja nicht das Letzte, was da an diesem Gang mysteriös ist. Wir haben aufgrund der Kirche, die uns ja von diesen energetischen Erscheinungen berichtet hat, die sich in diesen Gängen, wir haben ja mit Quantenphysikern Kontakt aufgenommen, also mit Physikern auch. Und auf einmal, wir haben dann Messungen jahrelang, 1,5 Jahre lang Messungen drin durchgeführt. Die Radonwerke steigen bis zum 10-, 15-fachen, fallen dann wieder ab. Wir haben Cäsium-137-Konzentrationen auf einmal im Boden, die verschwinden wieder. Wir haben also hier Temperaturschwankungen innerhalb von 7 Tagen, über 680 Temperaturschwankungen. Wobei also die Logger, das betrifft nicht den ganzen Bereich im Gangquerschnitt, sondern nur bestimmte Bereiche. Das heißt, diese Temperaturschwankungen kommen einmal im mittleren Bereich, 1 Meter Höhe vor, dann wieder einmal unten, einen halben Meter über dem Boden, wobei der darüberliegende oder darunterliegende Locker von diesen Schwankungen nicht betroffen ist. Das heißt, dort zieht sich die Temperatur gleichmäßig durch. Und dann noch etwas, wir haben gerade in diesem Gang ein Phänomen, das einzigartig ist, also auch für mich als Höhlenforscher. Wir haben dort eine Luftfeuchtigkeit von 114%. Die Messgeräte fallen spontan aus. Also es gibt also bei uns sind fast alle Messgeräte irgendwann einmal nach 2-3 Monaten ausgefallen, obwohl die Batterien voll in Ordnung waren. Obwohl alles nachher sofort getestet wurde, es hat keine Differenzen also in den Spannungen oder sonst was gegeben. Wir haben es auch bei den Fernsehkameras, sind die Batterien von einem Moment auf den anderen zusammengefallen. Also es gibt dort energetische Phänomene, Anomalien nennt man sowas, die wir bis heute noch nicht lösen konnten. So, das ist eines der letzten Bilder, die ich Ihnen jetzt zeige. Ein Erdstall, also im Raum von Stubenberg. Und das ist heute also unsere Erkenntnis. Die Entstehung der Anlagen ist für uns heute noch ungeklärt. Nicht alle, das muss ich Ihnen gleich sagen, nicht alle Anlagen sind auf den prähistorischen Zeitraum zurückzuführen, sondern im Grunde genommen sind es nur jene Anlagen, die wir datieren konnten, weil da haben wir etwas in der Hand.
Alles andere bleibt offen, wissenschaftlich gesehen. Wir wissen also, dass wir haben aus dem Paläolithikum, aus der Altsteinzeit, Funde aus diesen Anlagen. Wir haben aus dem Neolithikum Funde aus diesen Anlagen. Das Mesolithikum ist belegt, auch durch Funde. Die Bronzezeit, Römerzeit, Eisenzeit, Mittelalter, sind alles die Zeitalter, wo diese Anlagen immer wieder von Menschen aufgesucht worden sind, weil man sie genutzt oder wiederverwendet hat. Aber sie wurden damals nicht geschaffen. Man muss also da wirklich das stark trennen. Und wir haben es also gerade jetzt, auch heute noch, Müllentsorgungsplatz wird heute noch großgeschrieben bei den Bauern. Dort, wo ein Loch in der Erde ist, auf sein Grundstück, da wird alles reingeschüttet. Und wo entstehen Löcher? Dort, wo unterirdische Anlagen sind, weil dort ist ein Hohlraum drunter. Zufluchtsort können wir bedauerlicherweise nicht sagen. Sicher, es hat im Zweiten Weltkrieg auch Zufluchtsorte gegeben, wo man das verwendet hat. Allerdings, die Leute haben meistens nicht überlebt. Depot oder Depot, was will ich für ein Depot in einem Erdstall oder in einem unterirdischen Gang einrichten, der 100% Luftfeuchtigkeit hat. Da kann ich nichts deponieren, das verschimmelt mir alles innerhalb kürzester Zeit. Also Sie sehen aber, das waren die Nutzungsformen und das hat bis in die Heuzeit gereicht. Ja, mit diesem Foto möchte ich mich von Ihnen verabschieden und ich hoffe, ich konnte Ihnen manchen von Ihnen vielleicht was Neues näher bringen. Ich danke auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Heinrich. Danke dir. Danke dir. Wir machen jetzt 15 Minuten circa, oder maximal 15 Minuten Zuschauerfragen. Wenn jemand Fragen hat, hebt es ein. War ja klar. Hebt die Hand. Erste Frage. Lasst einfach die Hände oben, wenn es geht. Es kommt dann jemand zu euch. Wir haben zwei Leute. Hallo. Hallo, Franz. Da gibt es zwei Arten von den Stelen. Der eine ist gemauert und der andere ist diese... Aus Fels. Genau. Und das sind ja zwei unterschiedliche Bauweisen. Eine ist aufgemauert und das andere ist ja quasi verdichtet. Ja, das ist ja mit thermischen Eingriffen. Ist ja die Erde nicht heraustransportiert worden oder der Sand, sondern der ist ja verdichtet. Das ist im Felsen. Drin. Im Felsen, ja. Das heißt, meine Frage ist, da müsste der Rand müsste dicker sein und durchaus stärker ist wie das restliche Mauergebilde dahinter, oder? Hat man das festgestellt bei der Analyse? Naja, also wenn in einen Erdstall also eine Trockenmauer eingefügt wurde, dann wurde diese Trockenmauer entlang. Da hat man die Wände erweitert. Diese Dinge können wir feststellen. Man hat den Fels ausgeschlagen, aber dann mit diesen 80 cm breiten Steingängern wieder in die Originalfassung gebracht. Also wir vermuten, dass in einigen Fällen also Felsgänge eingebrochen sind. So ein Beispiel haben wir. Und dort, wo die Einbrüche waren, hat man dann diese Steinmauern wieder ergänzt. Das heißt, man hat diese Trockenmauern aufgeschlichtet, Deckplatten drüber gegeben und das Ganze dann wiederhergestellt, die Anlage. Guten Tag. Ja. Guten Tag, mein Name ist Martin Dienemann und zwar habe ich gesehen, eben bei dem Bild Strebel 2. Kurz Hand hoch, wo? Hier. Ah, da hinten. Warte noch eine Sekunde, Smit, ich gebe mir noch mal kurz das Mikrofon. Die Frage war nicht ganz ankommen, glaube ich. Einen Moment. Ich glaube, ich habe verstanden, was er meint. Bei diesen geschnittenen Gängen hat man festgestellt, ob da, wo diese Wand dann beginnt, ob es da dichter ist als weiter drinnen, ob das durch Verdrängen und Verdichten passiert ist oder ob das rausgeholt wurde. Ja, da müsste es nämlich dichter sein an dieser Oberfläche als schon, dahinter. Jetzt weiß ich, was gemeint war. Ne? Das heißt, wenn ich etwas schremme beispielsweise, dann schiebe ich eigentlich das Gestein
also verdichte ich es genau an der Schnittstelle. Das Problem, was wir hier haben, ist, dass die Zeiträume so groß sind, dass wir dort nur mal verwitterte Stellen haben. Und diese verdichteten Plätze gibt es dort nicht mehr. Das heißt, den seltenen Zufall, dass wir, sagen wir, diese Verglasungen gefunden haben in den Arbeitsspuren, das war etwas, das, ja, schon, wir haben systematisch, wir haben bis ein Dreivierteljahr haben wir an diesen Dingen gearbeitet. Und damit man auch entsprechend diese kleinsten Teilchen bergen kann, weil die muss man mit Magnetnadeln rausholen. Das kann man nicht mit den Setten angreifen, weil das zerfällt ja. Das ist ja alles schon sehr, sehr alt. Aber wir haben, also die Verwitterung ist dort schon sehr groß fortgeschritten. Und wir haben beim Eingangfoto, wo der steingemauerte Gang vorne beim Strebelgang speziell war, haben wir also die Erweiterung ist dort bis ungefähr 1,60 Meter breit, also fast um 1 Meter rechts und links hat sich der Gang mehr oder minder aufgelöst durch die Witterung, durch die kalte Luft, die dort eingeströmt ist und im Sommer wieder warme Luft. Und also da gibt es ja dann auch noch die von der Oberfläche die Regenwässer, die das auflösen können. Und im Innern, also da hinten, wo wir sind, da sind wir 16 Meter unter der Erdoberfläche. Darum hat sich das ja sehr gut erhalten. Allerdings vorne, also wo das knapp nur darunter ist, da löst sich alles auf. Das stärkste Gestein, auch der Gneis, der Granit, löst sich auf. Weil im Laufe der Zeit wird das alles an und für sich zu Staub. Es wird zur Erde. Jeder Fels. Also wir haben ja das, was wir auf der Erde, den Lehm, den wir haben. Das ist ja alles abgewitterter Fels. Ne? So, bitte. Ja, ich bin's nochmal. Hallo. Und zwar habe ich gesehen bei dem Bild von Strebel 2 diese Linienmuster. Temperaturmessung. Dankeschön. Dass man da sehen konnte, wie eine Art Schwingungsmuster in diesen Linienmuster. Können Sie mir dazu was sagen? Ja, das hängt mit den Gesteinsfrequenzen zusammen. Also wir wurden aufgeklärt, also dass es hier mit bestimmten Frequenzen kann man in diesen Gängen etwas erreichen. Und zwar entstehen Anomalien durch Frequenzen. Aber nachdem, also der Gang war ja zu dieser Zeit komplett gesperrt, da ist kein Mensch reingekommen, der war mit zwei Schlössern gesichert und dadurch sind diese Messungen, die wir mehrmals durchgeführt haben, die eine einzige Messung hat also 7 Monate gedauert, die nächste hat dann 5 Monate gedauert, also das haben wir immer versucht also zu kontrollieren. Ein wissenschaftliches Ergebnis muss wiederholbar sein. Aber nur das Problem, was wir dabei hatten, ist, dass uns die Geräte immer wieder, also von der TU Graz bei den Leuten hat es also Ausfälle gegeben, wo wirklich, also wir haben ja unterschiedliche elektromagnetische Messungen und. Und überall gibt es Anomalien. Also es stimmt nicht zusammen. Wir könnten sagen, also, aber das ist schon sehr weit hergeholt, dass das gewisse Energiefelder sind, die sich im Raum aufbauen. Wir haben also Messungen, die haben wir vor Ort, also mit der Mannschaft gemacht, wo wir durch Schwingungen auf einmal begrenzte Energiefelder, elektromagnetische, also circa 40 Zentimeter starke elektromagnetische Energiefelder im Raumprofil auf einmal drin hatten, die bis zu 15 Mal so stark waren wie 5 Zentimeter weiter davor oder weiter dahinter. Also, keine Ahnung. Man könnte viel hineininterpretieren jetzt da. Dankeschön.
Bitte. Ich habe folgende Frage. Sie haben gezeigt aus Kloster Neuburg einen gewölbten Gang, der hinten abgemauert war. Sie haben gesagt, das ist ein Trockenmauerwerk aus prähistorischer Zeit. Nein, die hintere Abmauerung war ganz neuzeitlich. Nein, aber das Gewölbe gibt es ja seit den Römern, nach meinem Wissen nach, vielleicht auch von den Etruskern. Oder ist das anders? Das ist in diesem Fall anders gelagert, weil wir können das ganze Gewölbe älter einstufen, weil wir die Fundamente, wo das Gewölbe, also die Trockenmauer jetzt, es geht nur um die Trockenmauer, nicht um das römische Gewölbe. Die Trockenmauer dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit aus Neolithikum stammen. Also das dürfte eine megalithische Erscheinung sein, so wie wir die Ringe, die Einstiegsringe, also in Moskau bei einer Universität auf 8500 Jahre datieren konnten. Zu diesem Zeitpunkt dürften auch unten diese Mauern entstanden sein. Ursprünglich war aber dieser Hohlraum mit großen megalithischen Blöcken abgemauert. Die befinden sich heute hinter den Trockenmauern. Da gibt es also fast einen Meter hohe, schön zugebearbeitete megalithische Blöcke, die dort hinter den Trockenmauern aufgestellt sind. Das Alter dieser Blöcke wissen wir nicht. Also die sind noch älter. Und da haben wir jetzt das Problem, weil wir Funde haben, also die zwar aus dem Neolithikum sind, allerdings haben wir auch Teile, wo wir noch nicht wissen, wie wir das eingliedern können. Gut. Danke. Nächste Frage. Ja, hallo. Ich hatte auch eine Frage zu Kloster Neuburg, und zwar zu diesen schwarzen Steinen in der Holzkiste. Da wollte ich wissen, kann man die besichtigen irgendwie? Wem gehören die jetzt? Und hat man da auch Proben genommen oder weiß man, was das ist? Ja, also wir haben an der Universität Graz diese Steine im Labor untersucht. Wir haben das genaue Resultat, das Ergebnis. Es sind Grund- oder Tiefengesteine. Ganggesteine nennt man das auch. Und wie die kristalline Struktur sich dazu, also wirklich, es gibt noch irgendwelche Kristalle drin, die nicht eruiert werden konnte, von welchen Mineralformen das sind. Wir wissen eigentlich recht wenig. Zum Besitzer, es gibt einen Besitzer von den Steinen, das ist klar. Aber er möchte nicht, also dass diese Anlage besucht wird, weil eben also der Andrang nach dem Buch so groß war, dass also die Familie, das sind ja Privathäuser, dass die Familie also darunter mehr oder minder ja, gestört war in ihrem Alltagsleben. Ne? Okay, danke. Okay. Kurz einmal Hand hoch. Wer hätte noch alle Fragen? Nur, dass man so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Smitty, nächste, wer ist der Nächste? Da hinten. Komm gleich zu dir. Und zwar wollte ich gern wissen, habt ihr auch Gebiete gefunden, wo es nicht weiterging? Also wie so eine Energieblockade, wie ein Tor, wo man sozusagen erstmal nicht Zugang hatte. Wenn ja, ist da ein Zusammenhang zu diesen 7 Sitzen zu sehen, was ja anscheinend ein Hinweis ist auf Praktiken, also priesterliche Dinge, die da sozusagen manifestiert haben? Oder gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, dass ja, da... Es gibt Erkenntnisse aus Rumänien, das kann ich sagen. Und zwar hat man zur gleichen Zeit, wie wir das erste Buch publiziert haben, Tore zur Unterwelt, kam zu mir nach Graz ein Rumäne, der ein Schreiben mitgebracht hat, von einer Universität in Rumänien, wo man auf einer Hochfläche im Gebirge Lochsteine gefunden hat, die neben oder in der Nähe von unterirdischen Anlagen aufgefunden worden sind. Und damals wussten wir noch nichts von diesen energetischen Dingern, die damit in Zusammenhang stehen. Auf jeden Fall hat er mir das Ganze, ich kann nicht Rumänisch, er hat mir das vorgelesen und den ganzen Inhalt, das waren mehrere Seiten. Und die Universität, die
Mitarbeiter der Universität haben dort bei dieser unterirdischen Anlage drei Jahre lang Untersuchungen durchgeführt, weil dort gibt es eine Stelle, wenn man sich dort hinstellt, kommt man 7 Kilometer weiter entfernt an der Oberfläche wieder raus. Und das haben die getestet, das haben die dokumentiert mit Publikationen. Also für mich war das damals ein bisschen skurril, aber nachdem wir aufgeklärt wurden, was sich hier befindet, oder wir glauben zu wissen, was sich hier befindet, ja, da schließe ich so etwas nicht mehr aus. Dankeschön. Dankeschön. Die Dame, Smitty, Dame da vorne kurz. Dann machen wir hinten weiter. Die OMV hat im letzten Jahr das Machfeld, und zwar das komplette Machfeld, abgescannt. Und das ist ja ziemlich tief wegen Erdöl oder Erdgas gefunden. Das heißt, diese Technik gibt es ja, nur ist das ja sehr teuer. Und da kommt da nichts heraus. Also es wäre ja möglich, dass ganze Gebiete zu schauen, was da wirklich unten drunter ist. Aber eben, wem nützt das? Ja, also bezüglich dieser Scans, es gibt, die NASA hat Geräte, die ein paar hundert Meter runter scannen können. Allerdings ist diese Technik nicht für die Öffentlichkeit, wird sie nicht verwendet und nicht eingesetzt, zumal allein das Einfliegen der Geräte ja sehr teuer ist. Und zweitens braucht man dann das Personal dazu, das noch teurer ist. Und so ein Einsatz würde ja ein paar hunderttausend Euro kosten, also ist nicht zielführend, wenn man nicht genau weiß, was man untersuchen möchte. Allerdings gibt es genügend Anhaltspunkte, auch an der Oberfläche, wo man Hinweise bekommen kann, was sich vielleicht darunter befinden könnte. Danke. Hand hoch noch, wer weitere Fragen hat. Wir rennen ja mit der Zeit aus. Eins noch da hinten, Hand hoch. Eins, zwei, drei. Ja, bitte aber jetzt. Passt, dann drei Stück noch und dann gehen wir dann langsam in die Pause. Ja, danke. Also ich habe auf YouTube gehört, dass Sie einen Gang zwischen der Türkei und Großbritannien entdeckt haben. Stimmt das oder haben Sie das näher erforscht oder was gibt es dazu zu sagen? Da gibt es eigentlich recht wenig zu sagen, denn das Ganze entstand, also diese Legende entstand also bei einem Interview mit London von der APA, die an mich herangetreten ist, und wo in dem Interview genau beschrieben wurde, was ich gesagt habe. Dieses Interview ist, glaube ich, noch im Internet zu finden. Und zwar habe ich nur gesagt, dass von Schottland bis in die Türkei unterirdische Anlagen bekannt sind. Okay, okay. Was dann daraus gemacht wurde, das ist wieder eine andere Sache, aber das ist, daran bin nicht ich schuld und ich habe keinen, ich bin in die Türkei eingeladen worden von einem Minister, alles, also wir, meine Frau und ich, weil er uns also dort diese großen, die haben tatsächlich große Gänge, riesige Gänge, aber nur, ja, also wir waren ja auch in der Türkei, es ist nicht so, dass wir diese Dinge nicht kennen, aber es ist so, dass die Verbreitung dieser unterirdischen Anlagen sich über Gesamteuropa, sogar über die ganze Welt erstreckt. Das gibt es in Nordamerika, in Südamerika, in Afrika, in Europa, in Asien, in Australien. Überall haben wir größere und kleinere Anlagen. Überall haben wir erdstallähnliche Anlagen, auch im Ausland. Warum? 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 Warten wir ab. Ja. Danke. Jetzt wollen wir es wissen. Warum? Lass mich kurz fragen. Könnte sich jemand irgendwie vorstellen, warum könnte das gemacht worden sein? Naja. Wenn man jetzt ganz weit denkt, ganz out of the box. Darf ich nur kurz einmal was denken? Bitte.
Ja, ich muss probieren, ja. Was? Ist okay. Gut, dazu kommt also eine Abschrift, die hat es bis 2001 im Stiftkloster Neuburg gegeben. Wir haben also den Inhalt dieser Abschrift von Dr. Dr. Röhrig übermittelt bekommen. Das steht auch in unserem Buch, darum kann ich es auch sagen. Und zwar gibt es dort aus dem Mittelalter Latein eine Mitteilung über die Funktion dieser Gänge. Und zwar steht dort wörtlich, jetzt aus Mittelalter Latein übersetzt ins Deutsche, jener Ort, wo die Grundstoffe der Dinge sich zur anderen Seite hin auflösen. Und der zweite Satz, jener Ort, wo die Grundstoffe der Dinge sich in der Tiefe oder in der Höhe sich wieder zusammensetzen oder zusammenfügen. Sie können sich Ihre eigenen Gedanken darüber machen. Das Ganze war ein riesiges Netz um die ganze Erde und würde vieles in der Archäologie erklären. Aber nur, man soll nichts reininterpretieren. Es ist immer schwierig, ne? Wenn man zu viel sich aus dem Fenster lehnt, was behauptet, heißt es, der Herr Dr. Kusch hat gesagt, das haben... Nicht wir haben das behauptet, wir haben es nur dokumentiert, das steht auch im Buch drin. Wir haben diese Unterlagen von einem Vertreter der Kirche bekommen. Gut, danke dafür. Zwei Fragen, glaube ich, war noch eins und zwei. Bitte. Ich habe zwei kurze Fragen. Erstens, dieser Gang vom Kloster Neuburg zum Biesenberg, den Sie erwähnt haben, der muss ja unter der Donau durchgehen. Und wo könnte der am Biesenberg rauskommen? Kurze Frage. Ich weiß, wo er rauskommt. Einer der Eingänge kenne ich. Sind Ihre Untersuchungen mit der Virgil-Kapelle vergleichbar? Wie sind Ihre Untersuchungen mit der Virgil-Kapelle zusammenhängend? Die hat auch nur einen Eingang von oben gehabt. Ich weiß, ja. Also die ganzen Berge in der Umgebung von Kloster Neuburg sind unterhöhlt. Biesenberg war ja eine militärische Anlage, die 1944 dort innen errichtet wurde und die aber jetzt verschlossen ist, das ist klar. Es hat also in diese Anlage hat es früher zwei Eingänge gegeben, die uns bekannt sind, in Korneuburg und hinten bei einem Ort. Die beide sind zu. Die Anlage selbst war kaum in Betrieb. Allerdings weiß ich von Zeitzeugen, dass dort also noch das ganze Material sich drin befindet und dass die Anlage auch von einem sogenannten Wissenden, dass diese Anlage älter sein soll, weil man hat erst 1944 begonnen, diese Anlage auszubauen. Das heißt, es muss etwas vorher da gewesen sein, weil der Zugang allein angeblich, ich war nie drin, ich weiß es nicht, aber der Zugang allein soll zwischen 3 und 5 Kilometer lang sein, bis dort, wo die Räume, die großen Räume sind. Das ist irgendwo unterhalb, ich weiß es nicht. Ich kenne nur die beiden, wo die Eingangsöffnungen sind. Mehr weiß ich nicht. Allerdings ist von einem Reporter aus Kloster Neuburg ein Bericht in einer Zeitung, ein 2-Seiten-Bericht, schon vor Jahren oder Jahrzehnten erschienen, wo dieser Gang unter der Donau durch seine Recherchen mehr oder minder ziemlich eindeutig festgestellt werden konnte. Ich habe den Bericht nie gelesen, ich weiß nicht mehr darüber zu sagen. Dankeschön. Letzte Frage da hinten. Haben wir einen Mikro in der Nähe? Smitty? Dauert ganz kurz. Gut, und bündig zum Schluss. Also, was Ihre Einschätzung nach möglicherweise Tunnel, bezug nehmend auf die ganz alten,
die was die glasartige Oberfläche haben, könnten wir das heute machen, den Willen vorausgesetzt. Ihre Einschätzung nach. Ob wir in der Lage wären? Solche Gänge zu machen. Solche Gänge zu machen. Gänge machen in der Ausführung, wie Sie sagen. Also in dieser Ausführung sicher nicht. Weil wir haben also Tunnelbauer gehabt, also die uns gesagt haben, sie wären heute nicht in der Lage, ein Gerät zu schaffen, das also mit dieser Präzision in dieser Enge arbeiten könnte. Denn man muss sich vorstellen, selbst wenn ich schremmen würde, Sie wissen ja also, wie große Eisenbahntunnels oder irgendwelche anderen Tunnels, da werden also Schremm-Fräsmaschinen hineingeschoben, die sind 30, 40 Meter allein die Maschine lang. Und vorn läuft diese große, runde Fläche mit den ganzen Krallen, also mit dem verhärteten Stahlkrallen, wo das ganze Material herausgeschränkt, also wirklich gefräst wird. Das wird passiert unter hohem Druck, da muss das ganze Material raus. Also wir haben nirgends bei diesen alten Gängern Abraumhalten. Also bei jedem Bergwerk, neuzeitlichen, gibt es vorn 20, 30, 50 Meter lange Abraumhalden. Abraum ist das, das Gestein, was da rausgeschlagen wird. Ne? Und in einem engen Gang kann ich nichts. Da muss ich einen Sack rausziehen, weil ich muss immer gebückt gehen. Es geht ja nicht anders. Also, und entweder ist das Gestein verdampft, dann wären wir bei der Lasertechnologie, also nach heutigen Vorstellungen, oder es gibt etwas anderes, was wir heute noch nicht kennen, aber das auch an der Spitze irgendwo an Stahl oder irgendein Metall gehabt hat, wo das entstanden ist in dieser Präzision. Gut, herzlichen Dank. Für die Menschen, die dich unterstützen wollen oder die ein Buch von dir kaufen wollen, wo kriegt man am besten einen deiner zwei Bücher? Ja. Auf Amazon oder in einem Bücherladen oder wo? Eigentlich überall, bei Morava, Amazon. Okay. Also es gibt überall die Bücher zu kaufen. Was können wir jetzt da in den nächsten, sage ich mal, zwei, drei Jahren von dir und, sage ich mal, Team Vorrau, was können wir da erwarten? Kannst du da irgendwas verraten, was da so... Ja, wir sind derzeit bestrebt, also nicht nur die alten Objekte zu erhalten, das ist das Wichtigste, weil das sind Kulturdenkmäler, ja, für uns zumindest. Ne? Und alles andere, die Forschung, hat viel Neues wieder gebracht. Nur wir müssen vorsichtig sein, weil man kann nicht alles irgendwo in den Raum stellen, weil dann kommen so viele Leute daher. Das ist schon klar. Und ja. Aber wir können noch einiges erwarten in Zukunft. Also ihr seid auf jeden Fall dran. Ich denke schon, ja. Denkst du? Da sind wir gespannt. Gut. Ich sage herzlichen Dank. Ich von meiner Seite aus. Danke. Danke, danke. Was ich so faszinierend finde, ich meine, wir haben ja uns lange schon, was ich so faszinierend finde, wir haben uns schon lange darüber unterhalten, im Vorfeld, wie wir uns kennengelernt haben, hat ein sehr nettes Mittagessen auch mit deiner lieben Frau, danke dafür. Und was mich so fasziniert hat, weil im Endeffekt, oder würdest du das anders sehen, im Endeffekt haben wir in Österreich, Deutschland, Schweiz, sage ich jetzt einmal, wir hatten hier eine Kultur oder eine Hochkultur vor sehr, sehr langer Zeit, aber wir wissen nichts darüber. Es gibt die Mayas, es gibt die Inkas, alle haben sie ihre Aushängeschilder. Was ist mit uns? Wir haben es vor der Haustüre. Das ist eben genau das. Und ich hoffe, wir finden sie sehr bald und wir erinnern uns an unseren Wurzeln. Und ich sage herzlichen Dank für den Vortrag, Heinrich. Du, Thomas. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Herzlichen Dank. Danke.